Hallo Matrosen und willkommen zu einem Vogue Server Fight. Heute kämpft Turbo Mensch, ja, in dem Flixbus gegen Gegnatz und Mindbuilder. War doch, ich wollte gerade sagen, das sieht mir schwer nach Bierkasten aus. Ja, hier kommen dann die Spikes raus. Schildtechniken hat ja das eine doch schon recht heftig. Da könnte er immer weiter an. Ja, einige Schildtechniken haben die vorgesetzt. Das 80-Schild, Sidestep-Schild vorgesetzt, Spikes und Flixbox hat nix. Haben die beiden MGs? Ich denke, Flixbox würde ich mir MGs zutrauen, dass er da hat. Und mein Bilder scheint, glaube ich, hat sich auch am Gestron zu haben. Dobomanch ist schon sehr ungeduldig. 2 Minuten haben die noch Zeit. Wir sind hier im Pokestadion und der Kampf beginnt. Relativ spät, wir haben 10 vor 10 abends. Und sagt, haben sogar Bogenstand hier drin. Interessant. Bin ich mal gespannt, ob die Kanonen im Flixbus Bus es schaffen und schildbrechend sind. Hier oben sieht man das nach Downsteps aus. Gucken wir mal, was passiert. Ah ja, die haben hier eine MG. Sieht hier aus, aber die MG vom bringen nichts hier. Die sind vorne stecken geblieben, das hat nichts gebracht. Die MGs, die feiert, das sieht mir aus wie kleine Höhenstreu-MGs. Und Turbo Mensch ist gestorben. War ja doch sehr knapp. Mal schauen, ob wir einen Kampf hinterher reinstecken können. Ahoi Matrosen. Und willkommen zu dem zweiten Wongefight in diesem Part. Heute ist es ein Public gegen Public. Wir haben hier eine recht geringe Auswahl an Publics, deswegen kommt es, dass hier auf das Gleiche gegen dem Gleichen gegenüberstehen. Hierbei kämpft jetzt Black Scorpion 15 gegen Mindbuilder und Turbomensch. Das Public stammt auch von meinem Bild, also wird er sich damit wohl am ersten sich aus dem besser kennen damit. Und hoffen wir mal, dass der Kampf ein bisschen länger dauert als die 2 Minuten vom letzten Kampf. 30 Minuten beginnt der Fight, noch 20 Sekunden. Beide haben ihre 80 Schuss ausgefahren, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich denke, das konnte wieder recht schnell ändern, da aufgrund beide Publics oder die Gewohnheit der Spieler sich öfters an den Artillerie sich begeben. Schauen wir mal, wie er als erstes feiert. Ich tippe auf mein Bilder. Ja genau, mein Bilder, also eigentlich recht zeitgleich. Hat er erstmal 8. Schild hineingefahren. Da hat er sich da was gejagt. Na gut, 80 Schildkiller hier mal ist jetzt eher unsinnig, da die ja Lauf auf Lauf stehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Black Scorpion. Mindbuilder ist gestorben. Ja, läuft bei ihm. Hier hat der Black Scorpion einmal reingeschossen und die Kanone hat sich gejagt. Das ist mir im Moment unklar. Ich gehe mal davon aus, dass Black Scorpion sich aktuell aus sich in einer anderen Kanone befindet, also die Art, die es verlassen hat. Ach ne, hat er doch nicht verlassen. Ach, die hat noch funktioniert? Ja, scheinbar. Und hat er auf jeden Fall jetzt die Art, die verloren. Hat vielleicht der Schildkiller doch etwas gebracht. Aber finde ich auch mal recht interessant, dass trotz der eigentlich höhere Feuerrate bei Artillerie
doch in der Lage ist, zwei Artillerie zu plätzen. Hierbei die eine Artillerie hier, die könnte sogar noch stehen. Ja, doch die Artillerie ganz außen, die steht, da feuert er jetzt auch. Und genau, feuert direkt hier rein. Das könnte schon bald das aus der seiner Artillerie sein. Vielleicht auch einmal feuern, die Artillerie wäre am Arsch. Hier unten kam ein Stich hineingeschossen. Macht er noch einen Sprengkopf? Find auch dieser Stich, das sieht aber traurig aus, finde ich. Der Stich sieht recht traurig aus. Da konnten noch sein und das war ein. Was war das? Ein Schlupf vielleicht? Ja, das scheint was mit den Stichkanonen nicht so ganz zu stimmen. Weil hat er vielleicht gedacht, dass die da vorne aufstehen, dass er deswegen keinen Druck braucht. Und da hat er, kann man hier vielleicht sehen. Ich habe leider kein Optifine jetzt drauf. Also die eine Stich, die steht auf jeden Fall. Die andere, die könnte zerstört sein. Die Artillerie, der hat hier, feuert da weiter rein. Ich weiß nicht, ob es bei diesem Weg noch Sinn macht, da weiter rein zu feuern. Es sei denn, er ist in der Lage, unten vielleicht die Mörser, den Stich zu treffen. Müssen wir mal schauen. Notfalls vielleicht mal die Zetik oder die Lupf ausprobieren. Stichmäßig ist ja noch überhaupt nichts passiert. Liegt bei 19 Punkten. Doch könnte hier hat er noch mal reingeschossen wahrscheinlich. Die Stich ist am Arsch. Der andere womöglich auch, ja. Und das war der Lupf. Hat er genau in den Lauf reingeschossen. Vielleicht wäre hier die Static oder die Sticht eine Alternative. Was hat er jetzt hier gemacht? Hat er noch gefeuert? Hat er versucht sich immer wirklich oben sich hier weiter rein zu mörsern. Die müssten aber noch eine Artillerie haben, die hier steht. Jetzt ist die Artillerie am Arsch. Konnte man gut sehen, dass da das Wasser rausgeflossen ist. Da kommt der nächste Schuss. Und das hat er hinten durchgeschossen. Die Frage ist, das ist mir aktuell recht unklar, ob man mit der Artillerie, ob die so tief genug kommen, um Mörser zu killen. Ich meine, mich zu erinnern, ja. Ich weiß auch nicht, ob das die Leiche bereits voll ausgenutzt ist. Auf jeden Fall ist hier unten ein Durchschuss. Weil wenn er vielleicht noch einmal feuern könnte, je nachdem wie lang das die Leitartillerie ist, könnte der dort die Lupf und die Stich zerstört haben. Lass mal gucken, feuert der wieder? Scheint aktuell woanders zu sein. Auf jeden Fall kam hier unten schon ein Stichschuss hinein. Was da wohl auch das Ende dieser Stiche sei. Ach, und da hat er direkt an den Stich Black Scorpion besiegt. Ja, das waren zwei kurze Kämpfe. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Und auf Wiedersehen.